Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibären bei der neuen Folge Saga 2 mit mir, mit den Muttibären. Diesmal wieder kein Zerk auf 16-Bit-LE in hässlicher Form. Ich weiß nicht, warum das so komisch aussieht. Gegen Protoss, naja. Gegen Protoss. Hab schon öfters erzählt von meiner Angst von Cannon Rush, ne? Falls sich Leute fragen, warum ich bei dem Protoss nicht dicht mache, weil man dann nicht mehr rauskommt, wenn der Protoss eine Pylone hinstellt. Deswegen mache ich dicht. Nicht dicht, so rum. Und man halt richtig am Arsch ist. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Den Protoss nicht unbedingt dicht machen. Okay, wir spielen mit Doppelgate. Oh nee, echt jetzt? Oh echt jetzt? Ich hasse es. Ich hasse es gewaltig. So viel. Und wie ich es hasse, ey. Ja, stell dann Pylone hin. Oh, ich hasse es. Es ist einfach kein schönes Spiel. Gegen Protoss zu spielen. Und definitiv Flieger. Ja, wir rufen die in die Bude ein. Wir sind die Kleinen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gerechtigkeit. Auch vergessen. Kannst du alles vergessen, ey. Ja, wenn er dicht macht, dann kommen wir auf jeden Fall Flieger. Deswegen breiten wir uns jetzt erstmal auf ein All-In vor. Eigentlich können wir es abbrechen und machen einfach ein All-In raus. Bringt mehr Gas, viel mehr Gas. Was ist ich? Na dann, Geiler! Ihr benötigt mehr Westingas. Ja, das haben wir auch schon jetzt wieder verloren. Ach, Mann, ey.
Ist Cannon Rush einfach nur, das bringt einen aus dem Konzept, das ist einfach noch immer Ultra. Wahrscheinlich muss man das immer spielen als Toss. Gott. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Kassar de Templari. Enter. Soll er ruhig machen. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Ah ja, GG. Fuck off. Cannon Rush into Flieger. Man muss ja so viel können dazu. Ach, nee. Das war doch ein Witz, ey. Jetzt komm, wir spielen noch eins. Scheiß drauf, wir spielen noch eins. Drauf hier schießen. Alter, ey. Man hat so viel Verluste, nur allein die Sonden abzuziehen, um einen Pylon zu killen. Ah, jetzt probiere ich den Scheiß selber mal. Nee, eigentlich bin ich voll dagegen. Ich probiere nicht. Ich spiel normal. So weit hinten, ey, das ist doch nicht normal. Also man braucht einiges mehr Skill, um den Cannon Rush abzuwehren, als ihn zu spielen. Ohne Scheiß. Na gut, dass er mir das Gas geklaut hatte, war auch halt echt negativ. Oh, Pylon, das nicht vergessen. Hab schon ein Examen. Ja, oder nicht? Ihr
benötigt mehr Wissen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was tut ihr? Das bringt ja nicht so viel, mein Freund. Was ist euer Begehr? Ach nee. Ich schätze. Ach echt jetzt, ich habe mich selbst ausgesperrt, selbst meine Exe geblockt. Ist schon ein bisschen dumm. Teleportation erfolgreich. Oh, hier meine Exe. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Teleportation erfolgreich. Sira weg, Krayor! Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich gehe mal gucken, ob er eine schöne Echse hat. Und schon einige Phoenixe haben. Wahrscheinlich die Ex auch schon länger, viel länger als ich. Wo verbirgt sich der Feind? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend. Sieht das jetzt als Standard gleich aus. War jetzt nicht so berauschend. Mehr als ich habe. Hat wahrscheinlich aber schon die Echse saturiert, die ich nicht saturiert habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Nee, jetzt wird das Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Echt überlegen, jetzt anzugreifen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier im Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na los. Wir gehen mal vor, gucken wenigstens. Nicht genügend Energie. Forschung abgeschlossen. Shit, das war dumm. Na egal, klappen wir vorne an. Teleportation erfolgreich. Oh. Ich füge mich. Verstanden. Ich sehne mich nach dem Kampf. Oh.
ist doch blöd. Ich sehne mich nach dem Kampf. Lasst unsere Feinde unsere Wut. Ach, ich hätte so viel mehr Truppen haben können. Was ist euer Problem? Sha'azul, du Templari. Wolfeld. Mineralienfeld erschöpft. Teleportation erfolgreich. Für die. Na? Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht gelügen. Ich bin nicht gelügen. Ich bin hier in die Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, Mineralienfeld erschöpft. Können wir mal zwei runterziehen? Faszinierend. Können wir nochmal zwei runterziehen? Teleportation erfolgreich. Ihr habt Licht. Upgrade. Ihr habt Licht genügend Mineralien. Wir haben mehr Gas, viel mehr Gas, wenn wir jetzt auf Träger gehen wollen. Quatsch. Ihr benötigt mehr Westen. Hat auf jeden Fall schon eine Echse. Ich weiß nicht, ob die schon saturiert ist. Ihr benötigt mehr Vespingas. Los geht's. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Genug meditiert. Forschung.
Oh. Wir stehen vereint. Jede Menge Archons. Unbedingt mehr MS Beamgas. Mein Leben für Ajur. Gerechtigkeit wird herrschen. Träger ein. Quatsch. Der Kampf ist rum. Oh nein, da kommt was. Ach, Kacke, zu wenig Einheiten. Mein Leben für Ajur. Das Vergessen erwacht bereit für den Sieg. Der Kontrastruhen wird unser sein. Basis wird angegriffen. Ja, soll es um die Basis unten kümmern. Langsam mich einfach Träger. Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur. Der Sieg ist unser. Verwendet mich. Greift nicht weiter an. Ihr müsst Vespingeisir erschöpfen. Mein Leben für Ajur. Träger eingetroffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, ob ich das noch gewinne, weiß ich nicht, aber. Träger ein. Ihr habt nicht genügend Mineralienfeld erschöpft. Vespingeisir. Zum Angriff bereit. Bereit für den Sieg. Fahren wir ohne Träger eingetroffen. Das Ende ist nah. Mineralienfeld erschöpft. Die Zeit ist gekommen. Sarakunul. Die Zeit ist gekommen.
GG. Oh, boom. Scheiße. Träger sind's. Ohne Mist. Oh, fuck, ey. Oh, geil. Hätte einfach durchpushen müssen. Hätte das Spiel, hatte das Spiel schon im Sack. Aber, oh, Wärterarmee. Oh. Hatte das Spiel eigentlich schon im Sack. Warum ist er mit seiner Armee nicht durchgepusht? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Tja, aber wir haben trotzdem noch gewonnen. Ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Multibier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Multibär. Tschüss, tschüss.